Willkommen zurück zu Polytopia. Heute will ich mal ein etwas anderes Video machen. Es ist zwar immer noch Feuerschaft, ich nehme zwar hier kreativ, aber ich würde mal gerne gegen die Imperius kämpfen. Und zwar als Badu. Man kann das Ganze manipulieren, indem man hier die verschiedenen Stämme oben rechts aktivieren und deaktivieren kann. Und so können wir das System quasi dazu zwingen, dass der Gegner Imperius wird. Natürlich Vorherrschaft, ein Gegner, Schwierigkeit verrückt. Kartentyp nehme ich einfach mal Kontinente. Und Kartengröße machen wir normal. Da haben wir ein bisschen größere Kontinente. Und da beginnen wir schon. Gleich bei Zug 0. Hier zweimal jagen. Und natürlich auf Werkstatt gehen. Dann würde ich sagen, gehen wir hier Richtung Osten. Ich glaube, da könnte noch ein Dorf sein. Wir sehen schon, hier ist eine Menge Wasser. Ist halt typisch bei Kontinenten. Und ja, da haben wir auch direkt ein Dorf. Sehr schön. Ich würde gern Försterei holen. Das können wir aber erst beim nächsten Mal. Dann gehen wir hier hin. Und da haben wir auch schön viele Wälder, wo wir auch jagen können. Also holen wir uns hier die Försterei. Dann erobern wir das Dorf. Und ich glaube, schade, doch nicht. Hätten wir hier drei Wälder gehabt, dann hätten wir das verbessern können und uns Ressourcen holen können. Geht leider nicht. Gut, dann holen wir uns erstmal nur Jagen. Ich glaube, jetzt machen wir einen Entdecker. Okay. Okay, wir wissen schon mal, ja, hier sind die Imperius. Okay, Imperius hat bestimmt hier irgendwo ein Dorf oder die Hauptstadt. Da müssen wir dann natürlich ganz schön aufpassen. Ansonsten würde ich sagen, machen wir hier noch einen Krieger. Und dann beenden wir den Zug und senden mal beide nach unten. Und das hier verbessern wir gleich auf die nächste Stufe. Kriegen wir auch noch ein paar Ressourcen. Und dann gucken wir hier noch. Ja, da können wir leider nichts machen. Ich würde gern Mathematik holen. Und natürlich auch hier wieder die echt krassen Ritter. Also die sind wirklich OP. Wir können uns Reiten holen oder warten. Ich glaube, wir warten erstmal. So, okay, hier haben die auch noch ein Dorf. Okay, dann gehen wir mal mit beiden noch eins runter. Okay, wir haben hier eine Ruine gefunden. Ich glaube sogar, ich hole mir erst Bergsteigen. Wobei, wir sind jetzt schon recht nah an den Imperius dran. Wir holen uns erstmal Mathematik. Dann können wir in der nächsten Runde hier unsere Hauptstadt verbessern. Und das da wahrscheinlich auch noch. Okay, die haben jetzt auch schon ein paar. Drei Städte. Ach so, das ist deren Hauptstadt. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Aber da gehen wir mal auf dieses Dorf. Und da gehen wir da drauf. Und dann verbessern wir das hier nochmal. Einmal so. So. Und nochmal ein Sägewerk. So, Grenzwachstum oder Bevölkerungswachstum? Ich glaube, wir nehmen Bevölkerungswachstum. Weil wenn wir hier den Wald in eine Holzhütte umwandeln, dann kriegen wir da direkt unseren ersten Riesen. Das ist natürlich sehr schön. Oh, und sie haben mich gesehen. Das ist jetzt nicht so toll. Sie könnten... Wenn ich jetzt zurückgehe, können sie mich nicht angreifen. Also gehe ich mal ein bisschen zurück. Und hier hole ich mir natürlich jetzt auch schnell den Riesen. Die Super-Einheit. Da haben wir Park des Glücks. Und dann machen wir das mal. Machen so einmal. Ich hätte mir einen
Erkunder holen sollen. Da hätten wir noch weiter rumschauen können. Ansonsten würde ich sagen, machen wir hier einfach Park des Glücks hin. Holen uns noch ein paar zusätzliche Ressourcen. Dann können wir hier Jagen holen und noch ein paar mehr Ressourcen wieder bekommen. So, nochmal Ressourcen. Und ja, ich würde auch langsam, ich würde jetzt mal langsam mit Reiten anfangen. Ja, okay. Ich ziehe mich ja schon zurück. Da stellen wir den Riesen hin. Hier ist garantiert ein Dorf. Ich gehe da mal hin. Und dann machen wir hier einfach noch einen Krieger. Und dann gehen wir mal den Weg Richtung Rittertum. Ja, ich glaube, die können meinen Riesen noch nicht sehen. Ich glaube, die sind noch alle verdeckt. Den werden wir einmal heilen. Ist ein bisschen riskant, aber ich werde hier. Oder soll ich? Nein, lieber nicht. Lieber noch kein Katapult. Sonst machen die das direkt platt. Und ja, da haben wir auch direkt ein Dorf gefunden. Gut, dann gehen wir jetzt hier zu Rittertum. Und dann können wir uns in der nächsten Runde. Okay, können wir uns in der nächsten Runde, also jetzt, direkt einen Ritter holen. Und den, ja, erstmal verbessern wir hier. Mit dem Sägewerk noch. So, ich glaube, ich mache wieder Bevölkerungswachstum. Und ich bin so kurz davor, da noch einen Riesen zu bekommen. Ja, Fischen kostet 7. Und da ist tatsächlich kein Dorf, da ist ein Berg. Gut, kann ich nicht ändern, aber naja. Da waren Ressourcen oder so drinne, hoffentlich. Wow, der stellt sich direkt davor. Dann schlagen wir einmal drauf. So, holen wir uns Fischen. Haben wir uns hier einen Riesen. Und hier ist eine ganze Menge an Früchten. Ich würde sagen, wir machen hier ein Sägewerk hin. Das kriegen wir dann zumindest auf Level 2. Kriegen wir noch mehr Ressourcen. Sehr schön. Mit dem gehe ich einen Schritt zurück. Und schlag den natürlich nochmal. Das ist gut, dann ja, gehen wir mal mit dem vorwärts. Mit dem lieber nicht, der kann nämlich von den beiden hier sonst noch angegriffen werden. Dann war es das auch mit dem Zug. Ja, ich hätte noch Truppen natürlich ausbilden können. Wäre, glaube ich, klug gewesen. Okay. Dann gehe ich mal hier hin, schlag mal so. Dann schlage ich mal so. Ist immer noch gefährlich. Hier heile ich auch einmal. Und ich glaube, Straßen wäre keine schlechte Idee. Machen wir hier mal Straßen hin. Das hilft schon mal dem Riesen hierher zu kommen. So ein bisschen halt. Ansonsten können wir hier nochmal Straßen hin machen. Und dann gucken wir da, okay, da ist überall Wasser. Wer weiß, ob es hier weitergeht. Müssen wir gucken. Okay, die schlagen alle auf meinen Riesen ein. Ja, okay, das wird jetzt langsam ein bisschen sehr niedrig. Aber ich glaube, ich weiß, was ich machen könnte. Erstmal machen wir hier schön eine Straße hin. Dann übernehmen wir das. Dann verbinden wir das auch mit einer Straße. Und jetzt hoffe ich, dass hier noch eine feindliche Truppe steht. So.
Ah, Mist, da steht keine Truppe, aber einer von denen. Gut, schlagen wir nochmal drauf und dann heilen wir einmal. So, komme ich dahin? Ja, sehr schön. Das heißt, da können wir angreifen. So, dann machen wir hier nochmal eine Straße hin. Verbinden das mal mit unserer Hauptstadt. Da können wir nochmal fischen. Und ja, natürlich hier auch nochmal jagen gehen. Dann kriegen wir Ressourcen. Dann beginnen wir hier mal mit einem Sägewerk. Ja, das war das Wort. Und ich glaube, hier können wir das Tor der Macht hinmachen. Und ich glaube, wir nehmen wieder Grenzwachstum, weil wir eh nicht viel bekommen würden. Rundherum ist ja alles schon eingeteilt. Wir würden dieses Feld hier noch hinzubekommen. Wäre natürlich ganz toll, wegen diesem Sägewerk hier. Und das Feld, aber es bringt nicht so viel. Deshalb werde ich das einfach so machen. So, den heilen wir einmal. Und da schlagen wir einmal drauf. Jetzt haben wir hier noch einen Riesen. Mit dem gehen wir mal ein Stück vorwärts. Und dann beenden wir den Zug. Ja, der hat wirklich ein bisschen wenig Leben. Und da ist auch schon platt. Gut, ist aber an sich kein Problem. Wir schlagen uns hier einfach durch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und da machen wir hier noch eine Holzhütte hin. Sehr schön, Bevölkerungswachstum wieder. Und nochmal Holzhütte, Holzhütte und einen Riesen. Wir haben hier doppelte Verteidigung. Das ist natürlich auch ganz gut. Dann jagen wir mal und holen wir uns mehrere Holzhütten. Wieder Bevölkerungswachstum und wieder ein Sägewerk. Ihr seht also, Bevölkerungswachstum kann auch sehr gut sein. So, oh, hier unten ist doch noch ein Dorf. Ich dachte, wir hätten die so ein bisschen ausgerottet. Ich habe leider auch nicht mehr genug für ein Sägewerk. Ja, generell würde es nicht mehr reichen. Und hier oben fehlt noch was. Ach ja, hier. Hier kann ich noch eins machen. Großer Bazar. Sehr schön. Hier kriegen wir noch einen Riesen. So, wo stellen wir den großen Bazar hin? Ich glaube, den stellen wir hier hin. Oder hier. Hier werden wir das ganz sicher bekommen. Hier machen wir noch eine Holzhütte. Und dann können wir hier oder auch hier ein Sägewerk hinstellen. Und dann haben wir garantiert die zwei. Aber dann fehlen uns halt immer noch zwei, wegen dem Riesen, um den Riesen zu bekommen. Andererseits hier fehlt dann nur noch eins. Also ja, lassen wir es erstmal. Nein, ich mache jetzt hier den großen Basar hin. Bevölkerungswachstum. So. Und den da können wir einmal hier hin bewegen. Aua, ja. Der hat auch nicht mehr viel Leben, also ist schon in Ordnung. Schlagen wir mal drauf. Super Einheit. Und hier können wir weiter nichts machen, außer wir holen uns Organisation und machen das so. Den Riesen schicken wir hier hin. Da machen wir einmal so. Dann machen wir so. Und hier würde ich gerne noch eine Straße hinbauen. Kommen wir ein bisschen weiter. Den da müssen wir definitiv heilen. Da bauen wir nochmal zwei Straßen hin. Kommen wir so weit. Sehr gut. Bisher läuft es super. Super gut. Hier werden wir auch gleich reingehen.
Ich würde sagen, wir machen noch einen Ritter. Ein Ritter noch. Hier haben wir noch Obst. Da haben wir auch schon eine Holzhütte, also das macht nicht mehr viel Sinn. Beenden wir den Zug. Ja, war zu erwarten, dass sie da jetzt draufschlagen. Übernehmen wir einfach trotzdem. Holen wir uns zweimal Holzhütten. Und verbinden das natürlich mit unserer Hauptstadt. Bevölkerungswachstum und Sägewerk. Perfekt. Super Einheit. Und da haben wir es. Da schlagen wir nochmal drauf. Und hier können wir an sich nichts weitermachen. Wir können ja nochmal so verbinden. Der steht dummerweise nicht auf einer Straße. Machen wir eine Straße. Können wir den hier hinstellen. Heilen. Schlagen wir so. Und gehen wir so. Und schlagen wir nochmal hier drauf. Klappt schon. So, ich hätte jetzt auch langsam mal ganz gerne Bergsteigen. Dann können wir hier auch mal schnell eine Straße hinsetzen und hier hingehen. Und hier noch einen Ritter ausbilden. Den da schicken hier hin. Der da kann da lang gehen. Hier drunter können wir auch noch eine Straße machen. Dann können wir. Ja, wir können nichts machen. Ich will den aber nicht unbedingt verlieren. Deshalb schicken wir mal den dahin. Der ist auch eh kaum was wert. Oh ja, da haben wir wieder einen Ritter verloren. Aber das wird nicht allzu schlimm sein. Ja, okay, das hat jetzt schon ein bisschen genervt. So, dann gehen wir einmal so rauf. Dann schlagen wir einmal so. Machen so. Ganz einfach. Hier machen wir eine Straße hin und schicken den nach da. Hier machen wir auch eine Straße hin. Schicken den hier rein. Und der da kann sich so darum kümmern. So. Was könnten wir noch holen? Ah, wir können uns leider nicht ganz durchleveln. Aber wir können uns hier schon mal hinstellen. Und dann noch zwei Ritter wieder. Und ansonsten können wir nichts weitermachen. So, die können sich da kaum verteidigen. Und sehr schön, wir kommen so weit. Schlagen wir einmal so. Schlagen wir einmal so. Perfekt. Hier kommen wir bis hinten hin. Können wir einmal so schlagen und dann drauf. Wie viele Städte hat Imperius eigentlich noch? Oh, okay. Gar keine. So, hier machen wir eine Holzhütte hin. Definitiv. Hier kommt auch eine Holzhütte hin. Das da fällen wir mal. Und da machen wir hier ein Sägewerk hin. Und ich glaube, ich mache hier mal Grenzwachstum. Haben wir oben noch weiter Platz. Und unten auch. Ja, das war eine gute Idee. Können wir hier noch mehr Holzhütten hinmachen. Also es variiert immer so ein bisschen, je nachdem, an welcher Stelle ihr seid. Hier zum Beispiel hat es kaum Sinn gemacht. Ja, oder hier. Der ganze Platz drumherum war schon vergeben. Aber hier haben wir eine große, weite Fläche. Da könnt ihr dann auch mal Grenzwachstum nehmen. Und ich glaube, ich. Ah, schade. Es reicht ganz genau nicht. Ja. Ist natürlich doof, aber gut. Kann man nicht machen. Nichts ändern. Und ich wollte eigentlich auch mal ganz gerne da gucken, ob es hier weitergeht. Es hätte vielleicht ja auch geholfen. Vielleicht geht es auch noch da weiter. Gucken wir mal. Nehmen wir uns hier die da. Und ja, stimmt. Verbinden. Das hat noch gefehlt. Und ich habe einen Park gemacht. Egal.
Es ändert sich eh nichts mehr. Wir haben gewonnen. So. Ich mache einfach trotzdem noch Straßen hin. Gucken wir mal hier und gucken wir mal hier. Okay, da ist nichts mehr. Okay, da ist auch nichts. Ich erkunde immer noch gern die Gegend. Selbst wenn es vorbei ist. Okay, da wäre keine Verbindung, aber hier wäre wahrscheinlich so eine kleine Insel gewesen. Oh, das gehört ja noch gar nicht uns. Und da fehlt genau eine Holzhütte. Machen wir Grenzwachstum. Und dann, ja, es hat sich gerade verbunden, sehr schön. Können wir nochmal hier hingehen und gucken. Oh, da wäre noch ein Dorf gewesen. Das haben die Imperius wahrscheinlich nicht gesehen oder es nicht hingekriegt. Jedenfalls haben wir es jetzt geschafft. Können wir hier noch was machen? Kommen wir uns erstmal das hier und holen uns dann das. Und das reicht natürlich nicht. Schade. Ich hätte gern noch einen Riesen gehabt. Das ist eine normale Holzhütte. Hier ist ein normaler Wald. Aber ich kann eh nichts mehr machen. Also, komplett egal. Beenden wir das Spiel. Und 86%. Nicht schlecht. Natürlich immer ein bisschen zu viel Züge, ja. Wir haben auch 4 Einheiten verloren. Ansonsten sehr schön. Beenden wir. Und da haben wir es geschafft. Wir haben die Imperius besiegt mit dem Badur. Schreibt mal in die Kommentare, mit wem ich gegen wen als nächstes spielen soll oder ob ich auch Perfektion mal machen soll. Schreibt das einfach in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin, tschüss.